Was geht YouTube? Es ist RBQ, ja wieder back an dem motherfucking, ja, an dem Spot, wo ich immer chill, ja, back mit den Youngins, mit den Dracos, den AK-47s around our shoulders, you feel me? Wir reagieren heute zu Finity Haunted. Der Bruder hat 48 Views. Ich bin hier auf der Freitag 0 Uhr Seite von Instagram. Das kann jetzt Trash sein oder sehr lit. Wer weiß es? Ich gebe dem Brody eine Chance, sich zu beweisen. Und wenn er gut ist, dann ist er gut. Wenn er schlecht ist, dann ist er schlecht. Wer weiß das schon? Hat leider kein Musikvideo. Aber ich weiß nicht, so Underground Shit Germany, das fühle ich irgendwie. Und man weiß nie. Starte. Vielleicht treffe ich jetzt einen Diamond in the Rough, den ich nur ausbuddeln muss. Keiner kennt diesen Diamanten. Jeder hat über diese Stelle hinweggeschaut. Aber ich bin derjenige, der diesem Fleck auf dem Boden eine Chance gibt. Ich rede so, als wäre ich Millionär, aber ja, ich hab mehr Abonnenten als er. Oh, he's getting sturdy, he's getting sturdy. Okay, schallert gerade bei mir, let's go. Finity, bitte sei kein Trash. Oh, ich habe keinen Ton an. Okay, nochmal. Let's go. Let's go! Das Instrumental ist schon mal sehr wild. Sehr entspannt. Das gibt mir so, wie heißt der eine Typ von Drake mit dem Feature? Ich will Friday sagen. Heißt der Friday? Oder Jivion? Das gibt mir so diese Vibes. Wenn er jetzt noch gute Vocals hat und geile Lines und guten Flow, mashallah. Komm jetzt, Brudi. Gib ihm! Gib ihm! Ja, ja, ja. What's poppin'? All I'm off, chocolate. Ich hab Weed in meinem Pocket, Baby. Lieb, sie will kosten. Kein Plan, fick dein Aszendent. Gib ihr einen Zug und ein Girl sieht doppelt. Oder du bist offbeat, nicht offset. Hängen Steglitz auf miese Top Chef, mein Sound Totten. Du bist offbeat, nicht offset. Rest in peace, Takeoff. Rest in peace, the greatest. One of the greatest, man. We missing out. Wir verlieren so viele krasse Künstler. Deswegen ist es wichtig, dass wenn man ein Künstler ist und viele, die in diesem Street Life connected sind, dass man eine aktive Wahl nimmt, quasi, okay, ich habe es jetzt geschafft. Und auch für die Leute, die jetzt noch nicht quasi oben an der Spitze des an der Nahrungskette sind. Dieses Streetlife ist nicht erstrebenswert. Manche werden da reingeboren, manche nicht. Manche gehen da selber in diese Kurve, kratzen da kurz ein bisschen, skirten da so ein bisschen rein. Aber das Wichtige ist, dass man da wieder rauskommt und realisiert, dass es nicht das Wahre und das Gelbe vom Ei ist. Weiter geht's. MV Hotspurs, dein Sound wack, doch halt deinen Kopf hoch. Du willst gucken wie ich weiß nicht, Bro. Ich glaub, bei dir hilft kein Kochkurs. Holidays, wenn ich will, hänge 030 S1 Giotto. Mein Baby 6er im Lotto, Flow Technik. S1 Giotto habe ich noch nie im Rap gehört. Geil, Digga. Giotto. Conoco Giotto. Bella Italia. Oh, ich war italienische Frauen. Okay, weiter. Ich hab deinen Doktor, ja. What's poppin'? Sie wollen mich wiedersehen, wenn ich gehe. Hat einer ein bisschen zu viel Jack Harlow gehört, mein Freundchen hier. What's poppin'? Brand new hip, just hop then. I got options. Also, aber es hört sich geil an. Es ist ja nicht komplett das Gleiche. Top 10, sag an, sag, weil wir mich Shops nehmen. Ich mach halb lang, sie wollen trotzdem. Häng auf A80, geh long ways. Du warst nah dran, dann doch fail. Ein paar Shops wollen mich tot sehen. Ja, nachts im Park, mich am Broadway. Diggi, was das für ein Müll, no quality made in Taiwan. Nein, ich teile keine Einnahmen. Whoa. Why you hating on them Taiwanese people, man? Damn, what they did to you, man? Aber ich weiß, was du meinst, Brody. Also er meint wahrscheinlich so diese China-mäßigen Produkte, die halt so billig sind. Und er geht eher auf Quality. Und ich muss sagen, der Song gefällt mir bisher sehr gut. Der hat einen nicen Lingo. Der kommt, so wie ich gehört habe, 030 aus Berlin. Der hat einen nicen Style und einen nicen Vibe und ich finde, der ist auch sehr unique. Also ich glaube, er versucht seinen eigenen Weg zu gehen und nicht niemanden zu kopieren mit seinem Swag. Also der ist er selber und das finde ich schon mal sehr gut. Also für 50 Views
echt helle underrated. Tag, hey, doch ich bleib im Einklang. Heute Family, morgen einsam. Doch was mehr wiegt, bleibt die Zeit, ja. Halt mich auf, ich geh weiter. Seh sie talken, wenn ich vorbeifahr. What's poppin'? Seh nach vorn, seh mich im Jacuzzi. Mein Basie ist bad, dein Bougie. Sag, wie fühlt man sich, wenn man zusieht? Bruder, du bist hektisch vom Yayo. Bitch, ich weiß, was ich kann und they know. Alles, was du kennst, nur aus Movies. Minimum 6 Stellen hinterm Komma. Minimum, doch ist warmer. Leg auf, treff wie Holland. Ich rauch Kelly, Bitch, was geht? Oh, Erling! Erling, Brudi! Er hat den Erling-Brudi erwähnt, Alter. Will, Digga, ich mag den Text. Das ist ein sehr geiler Text. Das ist sehr harmonisch. Das ist alles sehr, sehr gut, Digga. Brudi, mach weiter. Mach noch geilere Visuals. Mach mal ein Musikvideo. Keep pushing P and you will succeed in life. And when we both see each other at the top, man, we gonna be like, hey, man, what's up, man? What's up, homie, man? You feel me? Du hängst am Corner, yeah. Ich sing im Stuhl, ist Spawner. Bro, wo sind deine Dollars? Attitüde, ich hab ein Shortcut. Yeah. Wow. Yeah. Baby, ja, du bist so schön. Ich liebe weiße Fingernägel. Ja, sie hat ein Top an. Ja, sie ist so sexy. Ey, sie chillt mit dem jungen Kujal. Alter, Haunted by Finity. Sehr wilder Track. Hat nur 3 Likes, Brody. I'ma support your ass, man. Hier, jetzt hast du 4, Brody. Jetzt hast du 4. For life, man. Also, supportet alle den Bro. Finity, starker Track. Wirklich underrated. Sehr nice. Also besser als sehr viele Mainstream-Rapper auf jeden Fall. Jetzt musst du... Es geht jetzt nicht mehr darum, dein Talent... Also, natürlich kannst du noch dein Talent verbessern. Aber es geht jetzt im Grunde genommen... Jetzt hast du so dein Skillset quasi. Talent ist schon da. Es geht jetzt nur noch darum, dein Marketing, deine Popularität zu pushen und quasi, weil Rapper sind heutzutage nicht nur Rapper. Früher war es, wer ist der krasseste im Flow und Bars und weiß ich. Es geht um eine Person, die man gut verkaufen kann. Zum Beispiel Ice Spice. Das Junge, die ist mit einem Track durch die Decke gegangen, mit einer Person, orangene Haare, Baddie, diese Nicki Minaj-Attitüde. Das geht wie Lauffeuer durchs Land. Und sowas brauchst du. Du musst natürlich dir selber noch treu sein, aber du musst dich irgendwie aus der Masse herausheben mit dir selber. Trotzdem noch true to yourself. Es ist sehr schwierig heutzutage, aber keep pushing, man. Talent hast du. Du musst jetzt nur noch mehr... You need that it factor. The it factor. Aber von mir kommst weiter in den Recall, Brody. Also, das war Direction Abikuya. See! Danke fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, auf was ich noch reagieren soll. Und abonnieren nicht vergessen. Wer ist der freshest Boy hier aus Hessen? Es ist Abikuya, you dick. You know what I'm saying, man? Peace out, holla the gang shit. Ich gehe jetzt raus. Bisschen ballen, bisschen im Wasser planschen. Wie kleine Enten hier für mich. Also, yes sir. Genießt euren Tag. Schwanz in die Luft wedeln. Let's go.